Kommen Sie mit auf einen Rundgang durch die Bibliothek. Im Foyer in der Zentralbibliothek finden Sie den Eingang zum Infozentrum. Wenn Sie Fragen zur Bibliothek oder zur Recherche haben, helfen wir Ihnen an der Infotheke gerne weiter. Hier finden Sie auch Gruppenarbeitsplätze. Die Buchscanner können Sie kostenlos nutzen, um die wichtigsten Seiten aus den Büchern abzuscannen. Stecken Sie Ihren USB-Stick am Scanner an. Legen Sie das Buch auf den Scanner, als würden Sie es lesen. Von oben werden zwei Seiten gleichzeitig gescannt. Sie erhalten ein PDF der gescannten Seiten und können diese auf Ihrem USB-Stick abspeichern. Neben dem Infozentrum finden Sie die Ausleihe. Hier holen Sie Bücher ab, die Sie über den Katalog bestellt haben. Die Bestellungen liegen alphabetisch nach Ihren Nachnamen in den Regalen. Sie sind schon auf Ihr Konto verbucht und können direkt mitgenommen werden. An der Theke geben Sie die Bücher wieder zurück. In Fernleihbüchern liegt ein gelber Zettel. Diesen legen Sie bei der Abgabe wieder in das Buch. Gegenüber der Ausleihe ist die Lehrbuchsammlung mit der wichtigsten Grundlagenliteratur aller Fächer für Ihre Seminare. Hier finden Sie auch Einzelarbeitskabinen. Den Schlüssel dazu bekommen Sie an der Theke in der Lehrbuchsammlung. Die Bücher sind alphabetisch anhand der Signatur in die Regale einsortiert. Die Signatur finden Sie im Regensburger Katalog Plus und als Etikett auf dem Buchrücken. Wenn Sie also im Regensburger Katalog Plus ein passendes Buch zu Ihrem Thema gefunden haben, notieren Sie sich die Signatur des Buchs, um es in der Lehrbuchsammlung zu finden. Da die Signatur ein Code für das Thema ist, finden Sie neben Ihrem Buch weitere thematisch passende Literatur im Regal. Scannen Sie den Barcode auf der Rückseite Ihres Studierendenausweises. Legen Sie die Bücher, die Sie ausleihen möchten, auf die Ablage des Selbstverbuchungsautomaten. Nun sind die Ausleihen auf Ihr Bibliothekskonto verbucht. Vergessen Sie nicht, sich am Automaten abzumelden. An der Theke in der Lehrbuchsammlung geben Sie die Lehrbücher wieder zurück. Über die Treppe im Foyer erreichen Sie den allgemeinen Lesesaal mit fachübergreifenden Büchern, Zeitschriften und Zeitungen. Außerdem finden Sie hier Literatur zur Informatik. Im Lesesaal finden Sie eine leise, konzentrierte Arbeitsatmosphäre. Bitte verhalten auch Sie sich so, dass Sie Ihre Kommilitonen nicht stören. Über dem allgemeinen Lesesaal finden Sie Gruppenarbeitsräume mit bester technischer Ausstattung. Im Gebäude Philosophie, Theologie finden Sie den Lesesaal Philosophicum 2. Die Campusnavigation You Are Walking hilft Ihnen, den Lesesaal zu finden. Das Philosophicum 2 ist der geisteswissenschaftliche Lesesaal mit 300.000 Bänden. Notieren Sie sich die Signatur der Bücher, die Sie im Regensburger Katalog Plus recherchiert haben, damit Sie diese in den Lesesälen finden. Auch hier ist die Literatur thematisch geordnet, sodass Sie im Regal weitere passende Titel finden. Wenn Sie den Lesesaal Philosophicum 2 auf der Galerie verlassen, finden Sie die Lesesaaltheke, bei der Sie Bücher ausleihen können. Und den Eingang zum Philosophicum 1, dem Sprachenlesesaal. Zusätzlich zu Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft und den einzelnen Philologien finden Sie hier auch Medienwissenschaft und die Schulbuchsammlung mit den aktuellen Schulbüchern bayerischer Schulen. In jedem der 13 Lesesäle auf dem Campus finden Sie einen Ruhelernbereich. Sie können mit der aktuellen Literatur für Ihr Fach vor Ort arbeiten, scannen und in der Regel bis zu 5 Bücher für 2 Wochen ausleihen. Wenn Sie Fragen haben, sind wir an der Info gerne für Sie da. Persönlich, telefonisch, per E-Mail oder Chat.